Freunde, neues YouTube-Video. Ihr seht es schon im Hintergrund, ist einiges an Action los. Heute ist mein eigener Cup und ich nehme euch komplett mit auf dieser Reise. Ich bin gespannt, was gleich alles so passieren wird. Über 100 Influencer, Fußballprofis, Ex-Profis haben sich hier zusammengetan, um ein geiles Spektakel abzuliefern. Es wird ein cooles Ding, hoffentlich. Ich bin da echt guter Dinge. Und jetzt will ich gar nicht so viel labern, direkt rein ins Video. Erstes Spiel, Freunde. Wir spielen jetzt gegen Pietro Lombardi, gegen Max Kruse. Mein Team ist auf jeden Fall heiß. Wir sind ready. Wir haben Bock auf das erste Spiel. Ich glaube, wir rocken das Ding und gleich geht's los. Also Spielstand wird 7. Team Lombardi, 2. Dir. Du spielst aber 8 Minuten, das weißt du. Wie lange geht's Spiel? 12 Minuten, oder? Gerade jemand hat 12 Minuten gesagt. Ja, dann haben wir 8 gesagt. Sicher? Ja. Okay, wir gewinnen 2-1. 2-1, okay. Ja. Dieses Spiel wird ein schwieriges Spiel. Weil das ist das erste Spiel, unsere Mannschaft, keiner kennt sich untereinander. Erstes Spiel zum Warmmachen, denke ich mal, wird so, lass mich nicht lügen, 5-3 werden wir verlieren dieses Spiel. Verlieren? Yo Friends, ich bin im Team von Diadea, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Wir haben ein Baba-Team, fast schon unfertig. Wir haben absolute Mega-Spieler, aber umso mehr freue ich mich. Ich denke auf jeden Fall, dass wir das Ding hier holen werden. Punktestand, wie viel wird es ausgehen? Keine Ahnung, vielleicht 5-2, 6-2? Ich weiß es nicht. Aber für euch, Daniel. Ja, ja. Aber warte mal, ich glaube, ich muss runter, Digga. Erstes Spiel knapp verloren, 4-2. Die waren einfach besser. Also unabhängig von Max Kruse, der mitgemischt hat, waren noch viele, viele weitere krasse Spieler da. Kann man einfach nichts sagen. Die waren einfach besser, aber wir haben noch gute Spiele da. Und ich glaube, dass unsere Mannschaft trotzdem stark ist und wir das Ding rocken werden. Machst du jetzt ein paar Tricks? Was für Tricks, Dicker, Alter? Willst du, was ich mir irgendwas breche oder was? Was denn, Mann? Egal, ich nehm dich auf, mach einfach. Jett! Was denkst du? Wie viel Spielstand? Jetzt? 3-0 für uns. Für euch? Ja. Was geht? Wir sind hier beim Event angekommen, beziehungsweise ein paar Spiele liefen schon. Sehr geile Stimmung hier, so viele verschiedene Gesichter. Man muss auch sagen, sehr viel von der neuen TikTok-Generation sind da, die ich noch nie gesehen habe. Aber so lernt man sich auch mal kennen. Ist ein geiles Feeling, alle sind sehr offen, man kann hier networken und man kann miteinander schnacken und hier wird geil Fußball gekickt. Und es geht hier einfach um Spaß und das haben wir auch, wie ihr hier hören könnt.
Was geht, Leute? Marc Eggers hier. Gerade sehr, sehr nice. Straßenkicker-Base, Lukas Podolski. Das ist mal ein anderer Vibe. Das ist ein bisschen back to the roots. Die Leute sind am Start. Fußballturnier, ich habe noch nicht so viel gesehen. Ich habe nur gehört, viele sind sehr schnell außer Atem. Erinnert mich an das letzte Spiel, wo ich mit dabei war. 2 Meter hin und her. Direkt irgendwie mal kurz Wasser trinken und ausruhen. Aber sehr, sehr nice. Man trifft wieder viele bekannte Gesichter. Ist schön, mal wieder hier zu sein. Danke für die Einladung. Und ich freue mich. Mal gucken, wer heute gewinnen wird. So, liebe Friends, wir hatten gerade das erste Spiel. Wir haben 2-1 gewonnen. Ich habe Gott sei Dank ein Tor gemacht. Vielen, vielen Dank an alle, die hier sind. Es ist unglaublich, was mein Bruder Dia hier auf die Beine gestellt hat. So viele Menschen von so vielen verschiedenen Religionen, Kulturen, alle treffen aufeinander. Und es macht so, ey, was bist du denn? Was guckst du so? Ich erkläre es dir kurz. Okay, erklär mal. Alle Kulturen, alle sind hier. Wir sind ein Team, verstehst du? Wir machen alles zusammen. Außer, das hätte ich jetzt nicht laut sagen. Wir sehen können, alle hier. Und der Dia hat was Geiles auf die Beine gestellt. Ich bin sehr froh, hier sein zu dürfen und es macht unglaublich viel Spaß. Das erste Spiel war geil. Ich habe nach Jahren erst mal wieder gespielt mit Trikot und so. Ist richtig geil. Und ich hoffe, dass wir das nächste Spiel auch gewinnen. It's right, don't question my integrity, no. I thought we would be just fine and I thought your heart was like. Was like mine, but let me find out. You've been going around throwing shots, running plots. Come on, man. Zweites Spiel und meine Teamkollegen, guckt euch mal ganz gut. Komm schwer hoch, die Beine sind schwer. Wir müssen gewinnen, sonst ist schon für mich fast Game Over, aber ich bin guter Dinger, dass wir das hinkriegen. Was denkst du jetzt, diese Runde? Hä? Irgendwas hast du falsch getippt, was denkst du jetzt? 1-1. Thank you.
was geht ab, Leute? Auf jeden Fall ein super Event hier mit DR, der DR Cup. Richtig gut hinbekommen, Bruder. Ich habe über 6 Jahre kein Fußball gespielt. Wir haben 2, 3 Spiele gemacht, wirklich in der Vorrunde alles weggehauen. Ich glaube 4-2, 6-2 und jetzt nochmal 3-1 oder so. Und dann bin ich eklig weggeknickt und ich habe derbe Probleme, derbe Schmerzen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind weiter. Eine geile Veranstaltung, richtig gut, die Leute waren richtig gut mit. Und ich supporte auf jeden Fall, ich habe mir auf jeden Fall ein paar schöne Schuhe mitgenommen. Und zum Daily am Start und einen geilen Hoodie nochmal. Und, zum Vergleich zum ersten Cup, besser oder schlechter? Also ich muss sagen, der erste Cup war cool, die Reichweite war größer, aber ich finde es eher, dass so ein Event kompakter gemacht werden muss. Mehr auf Straßenfußball, mehr auf 4 gegen 4, die Atmosphäre ist gerade überragend. Danke nochmal, dass hier die ganze Zeit mein Song läuft und deswegen war ich so motiviert. Aber leider Gottes muss ich jetzt nach 3 Siegen umgeschlagen, Pause machen. Aber ich coach die Mannschaft natürlich weiter, checkt auf jeden Fall. Yeah, I'ma go through just to grow through. But pay me what you owe me for. Oh!
Jo, Dia, erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Mega geiles Turnier, feiere ich sehr stark, dass wir hier alle schön zusammenkommen und ein bisschen coole Vibes haben. Ja, ich bin im Team Pokémon. Wir sind, glaube ich, nicht so gut aufgestellt. Der Name sagt schon wirklich alles, wirklich Pokémon. Nichtsdestotrotz, das Ziel ist einfach hier mit dabei sein. Und wir werden alles geben, Leute. Ich werde euch nicht enttäuschen. Und dir, alles, alles Gute. Viel Erfolg weiterhin. Geiler Content. Because I couldn't see, but now it's clear you ain't ever been true to me. My intuition ain't ever lied, I had to leave. Do what you think you need to do to get your revenge. But you won't break me, God is my witness. That's the point of no return, I'm on a mission. Tryna block my blessings. But no need for. Alles aber, am OBS. Comparisons, what's from me won't be from me. Yeah, I'ma go. Thank you.
what you owe me for, I make what you've been saying about me. Yeah!
Kruse! Kruse! Und! Schießt! Ja, mehr Leute rein! War das für dich? Leider kein Profi geworden, aber heute habe ich den Titel nach Hause geholt. Man merkt auch, du bist in Tränen nah, oder? Ja, aber hallo, ey. Ey, vielen, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Es war ein sehr tolles Erlebnis, es war eine sehr geile Show. Danke an alle, die da waren. So viele Menschen, verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen, alle haben zusammengefunden, hier Spaß gehabt. Fußball verbindet, Sport verbindet und ich bin einfach dankbar, dass ich dabei sein durfte. Bravo, da sage ich nur Amen. Amen. Bruder, wie ich damit verpackt bin. Das ist das Größte, ne? Zeremonie oder? Zeremonie, richtig traurig. Du bist traurig, guck alle auf den Boden. Ich guck mal alle so traurig. Ja, ja, ich will auch umfangen wie Messi. Mann, kennst du diese? Ritter, was willst du mehr, Bruder? Ja, ich bin happy. Auf die Eins. Talento! Marvin, komm, guck hier rein! Schöne Frage. Die einzige Frau hier, die performt hat. Danke. Danke. Team Lombardi! An dieser Stelle natürlich nochmal Dank an alle Sponsoren, die das ganze Event mitbegleitet haben. 11 Team Sports, Adidas, Visa, Talento Today, Fitgun, 11 Team Sports habe ich glaube jetzt zweimal gesagt. Tops, gerade Tops, sensationell, hat mega Bock gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Cup schon wieder, im nächsten Video vor allem.